So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Egglock. Das Trudeln geht weiter, besser gesagt. Beim letzten Mal haben wir schön ein Wablu bekommen. Das wird erstmal Hugo Boss oder Hugo das Getränk erstmal übernehmen von der Position. Weil, ja, jetzt könnte man wieder sagen, toll, Altaria, jetzt hat er drei Drachen im Team. Wablu ist eigentlich nur aus dem Grund erstmal drin, es ist das einzige Flug-Pokémon. In diesem Sinne... Gegen dich haben wir gekämpft, rollender Wiener Walzer. Ja, wir machen uns mal weiter auf den Weg nach Vanitea. Und wollte eigentlich gerade sagen, vermöbel den Trainer, aber nein, wir kommen erst noch ans Goppel vorbei. Mach ich kurz und schmerzlos. Einmal mit Tequila Drachenwut. Du hast mir eine Beachlap verpasst, ich verpasse dir eine Drachenroute. So, ich hab... Weg. So, hau ab, Skoppel. Wie siehst du kämpfen? Ich habe kaum geschlafen, bin total müde, ob dieser Kampf eine gute Idee ist. Trainerhoffnung Tobias mit Kadabra. Kadabra Level 13, okay. Das ist ja gerade mal der Schnitt von meinem Team. Wie gehen wir das jetzt am besten an? Kadabra kann ziemlich eieiei werden. Ich probiere es mit Shiva. Was? Wir haben kein Unlicht-Pokémon im Team. Ey, wenn das jetzt gleich ein Volltreffer wird, dann... Genauigkeit sinkt. Oh, bitte! Was ist das jetzt? Macht nichts, bei uns wird die Expidermis eingreifen. Oh Gott, ey. Ich will nicht auf die Bälle... Mann! Wer hat eigentlich erlaubt, da schon so ein Pokémon hinzusetzen? Paralysiert, oh Gott sei Dank. Komm, friss die Drachenwut. Und tschüss! Puh, das war schon... Das ist der erste Problemfall, dieser Lock. Schlafmangel zerrt an den Nerven. Ja, deswegen hast du Wurst auch gerade verkackt. Puh, Mann. Ich find's nett, dass die Leute versuchen, jetzt gerade bei mir ein bisschen zu spoilern, aber das weiß ich, was da... Dass hier und da noch welche kommen mit Assi-Pokémon oder Drachenwut, die sie auch können. Oh, auf Pampam habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Denn wir wollen weiter. Lalalala, auf dem Weg nach Vanitea. Hi, Roller Girl.
Das Koppel. Wir schicken dich erstmal auf ein Schläfchen. Oh, es fährt die Attacke ab. Sicher. Geh pennen, Skoppel. Und jetzt Attacke. Achso, da ich die Werte von Wablo nicht gezeigt habe, es hat einen Angriff plus. Was jetzt aber noch nicht herzlich viel bringt. Auf Wiedersehen, Skoppel. Tschü mit Ü. Und jetzt kommt der laufende Rasenmäher. Und auch dich schicken wir wieder ins Traumland. Ja. Liebes Mihikel, könntest du dich mal ans Drehbuch halten? Ich hab gesagt, ab mit dir ins Traumland. Und jetzt Pieks. Mal schöne Hälfte. Und jetzt ist es Game Over. Und da fliegt sie in den nächsten Graben. Oh Gott, wie viele Leute gammeln denn hier bitte rum? Dach. Das Leben eines Trainers ist einfach. Kommen, sehen, kämpfen, siegen. Wär ein tolles Motto gewesen für den ersten Part der Eglock. Kommen, sehen, kämpfen, siegen. Tudu. Oder wie es bei Revolution Online immer aussah, wie die laufende WC-Ente. Das ist ein Job für Seras. Oh, du mit deinem Rumheulen. Du frisst trotzdem die Wasserdüse. Ich wollte gerade sagen, das dürfte mir eigentlich noch nicht so viel abziehen. Das schon umso mehr. Bis ich mich mit meinem Team perfekt verstehe, wird noch einiges Zeit vergehen. So. Mal kurz ein bisschen wieder auffrischen. Ich will auf jeden Fall nicht so auf Risiko spielen. Nachher fällt mir eins von denen um und dann habe ich den Salat. Und. Gehen wir mal kurz hier durch. Miegel! Na komm, Bluebird, für dich eigentlich ein ideales Training. Okay, dieses Miegel hat auf jeden Fall mehr Verteidigung. Es hat auf jeden Fall mehr Verteidigung als der vom Trainer. Und weg mit dem Schaf.
Muss man da... Jetzt muss ich mal kurz die Frage an den Chat stellen. Muss man hier irgendeinen bestimmten Rollerskate-Trick können oder wie läuft das ab? Oder braucht man einfach mehr Schwung? Kann mir da mal jemand kurz auf die Sprünge helfen? Weil es wäre echt nett, weil an die TM würde ich schon gerne rankommen, ob die jetzt Müll ist oder nicht. Aber ich sammle immer gerne alles. Und, Moment. Da hat's die Capture Card kurz weggerissen. Ah, durchziehen, alles klar. Also nochmal. Durchziehen! Durchziehen! Danke. So. Und da haben wir den Clownwetzer. Ich wollte gerade sagen, so wie ich den kenne, hat er wahrscheinlich wieder gleich so einen Assi-Psycho-Trick. Seras nach vorn. Ich gehe da jetzt auf Nummer sicher. Wer seine Pokémon stets dabei hat, kann sich mit Trainern auf der ganzen Welt messen und auch Pokémon tauschen. Also ich tausche nur Eier. Jedenfalls in dieser Challenge. Trainerhoffnung und Monty mit einem Bidi-Hu. Bidi-Hu, Bidi-Hu, Bidi-Hu. Den Kraftkoloss spare ich mir. OMG, er ist tackled. Es igelt sich ein. Und jetzt kommt Mirabla. Ich könnte Bluebird nehmen, aber Bluebird müsste ich heilen. Wie das Mirabla klingt. Hallo, ich bin Mirabla. Ich wurde soeben von Drachenwut gekillt. Und die Gila hat wieder einen Alkoholprozent dazu bekommen. Du Backpacker hast da sicherlich auch nicht was Schönes im Regal. Man könnte mich jetzt übervorsichtig halten, aber... Man kriegt hier eigentlich immer ohne Probleme viel Geld. Deswegen... Ich habe die Tränke, ich werde sie auch verwenden, weil so ein Ding wie mit Kadabra will ich nicht. Du siehst aus, als seist du viel rumgekommen. Nö. Ich habe noch nicht mal in der zweiten Arena statt, so viel bin ich noch nicht herumgekommen. Du vielleicht mehr mit deinem Visor. Wir machen mal die Gesangsstrategie wieder. Warum geht der erste Versuch immer daneben? Jawohl, Volltreffer. Zweimal daneben. Willst du mich trollen? Dann troll ich jetzt zurück mit Tequila Drachenwut. Und tschüss, Troller. Bluebird erreicht Level 12. Das war ein sehr spannender Kampf, wie erwartet.
Nee, das war ein geldverschlingender Kampf, weil wegen dir ein Trank unnötig verbraten wurde. So, und jetzt gegen ein kleines Kind. Im hohen Rastträger trage ich immer Shorts. Dann wünsche ich dir mal einen Busch mit Brennnesseln. Dann wirst du es bereuen, Shorts zu tragen. Und er hat den Brokkoli-Mann. Los, Wablu, isst den Brokkoli. Immer dieser Kameradschaftsmove, ey. Das können die komischerweise ziemlich viele auf dieser Route und auch schon davor, etc. Warum nehmen sie alle diesen Kameradschaftsmove? Und weg mit dir, Vegi. Vegetierer. Ich war von den Grashalmen abgelenkt. Die haben meine Beine gekitzelt. Oder so, jetzt bedenke, jetzt aber doch keine Shorts getragen. Aber ich kenn's ja selber von früher. Man ist als kleines Kind ziemlich unbelehrbar. Ach. Als ich Wablu hochtrainiert habe, Pampam, hast du genug genervt. Ich habe auf dich jetzt keinen Bock. Und da haben wir es geschafft. Sie haben Post. Vielen Dank, dass du dich für das Hololock entschieden hast. Der Hololock wurde im Labor von Lilies entwickelt, um den Alltag der Pokémon-Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät zufrieden bist und weiterhin seine Dienste in Anspruch nimmst. Dies war eine unnötige Nachricht, die hätte man auch skippen können, aber nein, wir wollten nur erwähnen, dass es der und der und der war, den man vorhin schon in mehreren Parts gesehen hat. Aber egal, das Hololock redet auch weiter, wenn man auch nicht mehr dran ist. Danke! Vielen Dank für die Geduld. Stopp, einkaufen. Ich vergesse jedes Mal. Durch Oras hat man eigentlich kennengelernt jetzt wieder das Markt und Pokémon Center wieder getrennt worden. Uff, okay, 16.000 haben wir schon angesammelt. Dann können wir uns ja mal mit ein paar Tränken dicht kloppen. Ein bisschen super, kann auch nicht schaden. Und definitiv noch einen Satz Pokebälle. Denn es kommen jetzt gleich die Routen 6, 7. Und da gibt es ja wieder einiges dazu. So, hier haben wir was Geschenktes. Ein Sternenstück. Weil mich gerade im Chat schreibt, Relaxo. Bei Relaxo kommt wieder die Sonderregel ins Fall. Weil es ja in Anführungszeichen eine Einmaligkeit ist in dem Spiel. Kann der Chat nachher wieder entscheiden, Relaxo oder Ei? Aber das kommt erst, wenn der Fall, wenn ich es fangen kann. Wenn ich Relaxo natürlich nicht gefangen kriege, bräuchte Leute auch nicht fragen. Hallo, Lottie Dragon. Sieh an, ihr kennt euch. Zwei Besucher im Chateau Tristesse, das ist selten. So viel war hier schon lange nicht mehr los. Dieses Schloss, oder besser gesagt Chateau, war früher das Anwesen einer adligen Familie. Es ist vielleicht ein wenig heruntergekommen, aber das liegt an seiner langen Geschichte. Im Laufe dieser langen Geschichte haben die Schlossherren die meisten ihrer Besitztümer an die Leute verschenkt. Deswegen ist es hier drinnen so leer. So viel dazu. Was denn? Das war's? Gibt's hier nichts dazu, was mit der Mega-Entwicklung zusammenhängt? Nö, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist Mega-Entwicklung? Äh.
Mein Herr, es ist wieder da. Oh, nennet schon wieder. Ich muss los zu Route 7. Wollen wir auch zu Route 7 gehen? Ich würde lieber zu Route 6 gehen, aber na gut, überspringen wir uns ja erstmal neben Route 7. Naughty Dragon, was ist das? Erstmal ein Wunder der Technik, dass die Brücke nicht kaputt ist. Verflixt, es schläft tief und fest. Das kann doch nicht Warstein. Tatsache, es ist so riesig, dass man einfach nicht vorbeikommt. Doch, draufspringen, Trampolin drüber, fertig. Aber so funktioniert es nicht. Sieht nach einem Job für Flöte Poker aus. Aber hast du sie überhaupt noch? Nein, weggegeben. Hat der Besitzer des Palastes sich die etwa auch unter den Nagel gerissen? Wie, wo, was? Pokeflöte? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich erkläre es euch. Oder kurz gesagt, Pokeflöte nicht hier, Relaxo kann nicht weg. Zum Magnusopus-Palast holen, fertig, danke. Ist das alles? Dann gehen wir sie eben holen. Komm, Lordy Dragon, lass uns gehen. Der Magnusopus-Palast liegt am Ende von Route 6. Ja, wurde es doch mal der Chat sagt, die Brücke sieht recht stabil aus, also Wunder der Technik. Kleine Brücke, hält aber diesen Koloss von Rodos aus. So, das ist die gute Frage. Na, von hier kommen wir noch nicht an Gras zum Pokémon fangen. Entweder springt uns gleich eins an, oder wir müssen uns durch die ganze Route kloppen mit ihren Trainern. Ich sehe zwar aus wie eine gewöhnliche Touristin, bin aber eine echt starke Pokémon-Trainerin. Ja, Flug gegen Elektro ist jetzt nicht gerade die beste Option. Glück hab ich Stikila. Eben, Elektroattacke hat keine Wirkung auf Stikila. Dafür kann ich auch... Wenigstens Kameradschaft bringt dir hier herzlich wenig, denn Stikila brennt dich weg. Als nächstes kommt Piepmatz. Ich weiß, dass Taubsi assiger sein kann, deswegen... Nee. Ich bleib da lieber auf Safe-Strategie. Das mit Kadabra und fast Dratini verloren hat mir schon gereicht. Ton. Bei Anton darf Bluebird wieder ran. Aber warum geht in letzter Zeit jeder Gesang von Warblut daneben? Oder besser gesagt, trifft nur der zweite. Mal gucken, ich will mal schauen, was bringt der Furienschlag. Ist ja normal, Step. Und wenn er viermal trifft, ist die Hälfte weg. Und komm, und eins. Und zwei. Und drei. Und weg. Ich habe dem Anton nur mein Heilmittel gegeben, wenn ich mal Kopfschmerzen habe. Hinlegen, Runde pennen. Bei mir hilft das. Bei Anton hat es eher mehr Kopfschmerzen verursacht. Komm, spring mich an. Weil so haben wir nämlich den Eier-Counter für diese Router. Wobei Toxipet also auch nicht schlecht wäre. Therapendra? Kann ziemlich assi sein. So, erstmal einschlafen.
Schlaf ein. So, fries den Furienschlag. So, Toxipet, komm ins Team, denn wir brauchen ein Ei. Danke. So, das heißt, ich gebe wieder ab an meine Leute. Die dürfen jetzt, ja, wieder die Eierfee spielen und wir sehen uns wieder, wenn das Ei schlüpft. Dann möchte unser Ei schlüpfen. Mal schauen, was gibt's denn Feines diesmal? Bitte was Schönes. Oder kommt mal wieder ein Trollei? Igamaro. Das, woran mit einer Stimme Foxy verloren hat. Ja, wie gesagt, die Zuschauer, die noch keinen Namen geben konnten, können sich jetzt wieder drum streiten. Wie Igamaro heißen soll, und ich melde mich mit dem Namen gleich wieder. Keiner hatte Lust gehabt, dem einen Namen zu geben, also gebe ich ihm einen Namen. And his name is John C. Aber wie gesagt, liebe Freunde, der Weg zum Magnus Opus Palast machen wir dann im nächsten Part, weil Eiertrudeln dauert immer ziemlich lange und ich werde in der nächsten Suche erstmal ein paar kürzere Parts nehmen, bevor wieder die langen kommen. Weil im nächsten Mal gibt's ja den Palast, das Relaxo und noch das richtige Pokémon von Route 7, weil Relaxo zählt für mich als separater Counter. In diesem Sinne, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dazuschaltet. In diesem Sinne, haut rein.